Ja, hallo, Bad Gaddy. Hallo. 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 Ja, hier ist Bad Gaddy. Wer ist da bitte? Ich grüße dich erstmal. Ja, hallo. Hallo. Ja, sprechen Sie doch mit mir oder nicht? Ja, ich spreche mit Ihnen. Hier ist Bad Gaddy. Wer ist da bitte? Ja, hallo, entschuldigen Sie bitte. Einen wunderschönen guten Tag vom Energieversorgungsunternehmen Goldgas. Ja. Herr Bad Gaddy, wir haben bei Ihnen angerufen wegen den neuen Gaspreisen. Neu was bitte? Wegen Gas. Was? Gas. Gas. Genau. Ja, okay. Was ist damit passiert denn, bitte? Und zwar meinen wir uns bei Ihnen unbedingt zu schauen, dass Sie da jetzt weniger zahlen müssen. Also sind Sie von der Stadtwerkung? Nein, wir sind nicht von den Stadtwerken. Ach so. Ich meine mich von Goldgas. Was ist das? Goldgas ist ein Gasanbieter, das ist der Marktführer in Deutschland. Sie hat Niedrigpreise, sie wurden dafür mehrfach ausgezeichnet. Auch Führer und Sie sind doch bei. Und Sie sind der Führer? Wie bitte? Sie sind der Führer? Ich bin was? Den Führer. Wir wurden dreimal damit ausgezeichnet mit hoher Kundenzufriedenheit und für stabile Preise. Ach so. Sind Sie noch bei der Baden Nova? Ja. Okay, da zahlen Sie derzeit 5,93 Cent pro Kilowattstunde. Der Arbeitspreis bei uns ist pro Kilowattstunde 4,73 Cent. Warte, jetzt muss ich da einmal kurz, was ist jetzt, ich muss das aufschreiben, was muss ich jetzt bezahlen? 5? Ich möchte mit Ihnen einmal vergleichen, Sie zahlen derzeit bei der Baden Nova 1 Cent zu viel. 1 Cent? Aber ja. Da kostet ja der Anruf mehr als 1 Cent. Nein, eben nicht. Ach so. Und, weil bei Anrufen ist es so, dass man eine Flat hat. Aber es ist so, wenn Sie mir sagen, es ist so, heizen Sie mit Gas? Ja, richtig. Haben Sie eine Abrechnung von der Badennummer? Weil ich muss hier den Verbrauch eintragen, dann kann ich Ihnen sagen, was Sie weniger zahlen im Jahr. Ich will gerade hier Einzug machen und weiß nicht, wo habe ich das 60 Ordner hier rumliegen. Aber ich glaube, das sind 9000 gewesen. Kann das sein? Ich weiß das nicht. Können Sie das, ich meine, wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? 43. Das sind keine 9000, das sind 500, 880 Kilowattstunden. 5880. 5000? Ja, dann können wir das ja mal nehmen. Weil wenn ich nicht mehr brauche, dann muss ich ja auch nicht viel mehr bezahlen. Genau. Das ist sehr gut. Gut, Moment, ich sag Ihnen einmal. Und das Geld, soll ich das dann von Stadtwerke wieder kriegen? Was die zu viel das haben kriegen Sie genommen? Das, was Sie nicht verbraucht haben, kriegen Sie von den Stadtwerken wieder zurück. Weil die Sie oh mein Gott, die haben dann ja immer zu viel genommen. Habe Sie doch sagen. Das habe dann zu viel genommen von mir. Wie viel zahlen Sie jetzt im Monat? 50 Euro? 50 Euro. Einen Augenblick mal bitte. So, sind 600. Und das ist Ihre Aufgabe, das Leute anzurufen, dass zu viel Geld bei denen geben? Es ist mein Job, die Kunden darüber aufzuklären, dass sie derzeit zu viel für das Gas zahlen, ja? Ach so, verstehe. Also sind Sie von Bundesministerium für Energiewirtschaftung? Ich melde mich nie. Ich bin ganz normale Mitarbeiterin im Vertrieb für das Goldgas. Goldgas, okay. Ach so, das ist das eigene Firma? Das ist eine eigene Firma, genau. Ah. Das ist ein eigener Anbieter. Sehr gut. Und haben Sie das dann, woher wissen Sie das, wird das zu viel Bezahlung machen? Weil ich habe den Tarif hier von der Baden Nova. Ja, aber. Und ich habe den Tarif von Goldgas, der rechnet sich. Ja, aber wie kommt es, dass Sie bei mir anrufen? Das nur mich fragen. Weil Sie irgendwann mal bei einer Umfrage mitgemacht haben, da wurden Sie gefragt, dass Sie mit Gas heizen, da haben Sie mich mit Ja beantwortet. Ach, deswegen. Und wie bitte? Ach, deswegen, alles klar. Ich wollte nur wissen. Moment. Ja? Ich rechne gerade das aus. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Concentration, ja, so. Das ist immer sehr gut. Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich. Oh ich habe mich gerade verrechnet. Entschuldigen Sie bitte. Bitte nicht fluchen. Nein, nein. Gleich durch. Oh, können Sie mir das Formel geben? Lassen Sie mich bitte einmal erst rechnen. Darf ich das Formel haben? Will mitmachen.
So, ich habe jetzt Ihren Verbrauch gerechnet. Das sind 8.416 Kilowattstunden. Ja, ihr habt doch 9.000 gesagt. Da war das gar nicht ja, so falsch. Ja, genau, im Schnitt. Und wie ist das Rechenweg gewesen? Können Sie mir das bitte sagen? Will das auch einmal Kontrollen machen? Wie bitte? Können Sie mir einmal das Rechenaufgabe sagen? Das kann ich das auch rechnen? Ich bin Mathematik-Fanatik. Ich rechne einfach, schauen Sie mal. Ich rechne Ihren Grundpreis. Ja? Ja, den rechne ich mal 12. Ja, und wie ist das Grundpreis? 8,41 €. 8,41 €? Ja. Mal 12, ja, und dann weiter? Rechne ich durch Ihren Jahrespreis, das sind 600 €. Also rechne ich die 600 € minus die 192 Kilo, 100,92. Ja. Und dividiere dann 0,0593 durch die ganze Summe und kriegt dann den Verbrauch raus von 8.416 Kilowattstunden. Aber das kann ich nicht, weil das habe ich ja bei der Universität von Neu-Delhi, das habe ich ja ein Kontroll machen und das habe ich ja gesagt, Pi ist genau 3. Das heißt, das muss ja das Formel anders werden. Genau. Ich sage Ihnen einmal, was Sie bei uns für 8.416 Kilowattstunden zahlen im Monat. Das sind 45 €, die Sie dann zahlen nur noch. 45? Ja, 45,67 €. Ah, können wir glatt 45 machen? Ich mag keine krumme Zahlen. Da muss ich ein bisschen... So. Weil das müssen wir ja dann auch, weil das ist ja das Korrektur, weil Pi ist ja 3. Und dann muss man das Formel ja anders machen und dann kann das 45 werden. Einen Augenblick, ich muss es mal bitte... Sind Sie auch so ein Mathematik-Fanatiker? Nein. Oh, schade. Ich dachte, Sie sind so ein zahlengewandter Kollegin. Nö. Ich habe hier einfach nur einen Tarifrechner. Weil ich habe das mal, das ist mal mein Hobby gewesen, da habe ich das, kennen Sie Pi, das Kreiszahlen? Wie bitte? Kennen Sie Pi, die Kreiszahl, 3,14? Ja, das musste ich mal rechnen in der Schule. Ja, mein Bruder und ich, wir haben das mal auswendig lernen, weil das ist ja nicht nur 3,14, das geht ja immer weiter. Und da haben wir das lernen bis 67. Stellen. Das haben wir in damals bei Indien, da haben wir das aufsagen, da haben wir das einen Preis bei Schule bekommen. Und jetzt habe ich den ja nochmal Neuberechnung machen und jetzt den rausfinden, dass das ist einfach nur 3. Nichts 3,14, nichts 3,14937, einfach nur 3. Und jetzt müssen wir das Preis zurückgeben. Es ist so, ich habe mich wegen Ihnen, habe ich hier einen riesengroßen Fehler gemacht, aber das ist kein Problem. Oh Gott, was denn für einen? Ich habe hier ein falsches Passwort eingegeben. Passwort? Was für Passwort? In meinem Tarifrechner reinzukommen. Oh Gott, und ist jetzt Computer kaputt? Ja, nee, ich rufe da gleich mal Vorgesetzten, dass ich das zweimal eingegeben habe und dann macht er das. Das ist auch weg, das ist bestimmt, habe die das Anpassung machen bei Algorithmus, das muss man jetzt das Passwort auch anders machen, wegen des Pi-Zahl. Das ist ein internes Passwort, also auf die interne Seite, da kommt keiner rauf. Achso, aber das muss man ja dann Update machen. Und das wird ja dann... Nein, das ist einfach nur, ich habe das Passwort falsch eingegeben und deswegen muss ich das ein bisschen anders machen. So. Wann kann man das Gas dann haben? Das Gas zum nächstmöglichen Zeitpunkt, ich brauche da ein paar Eckdaten von Ihnen. Sollen wir jetzt Eckberechnung machen? Das ist sehr gut. Keine Eckberechnung. Ich brauche einmal die die Kundennummer von der Badenova und die Zählernummer. Dass das Gas durch Ihren Zähler geht und dass der Strom die Kundennummer damit identifizieren, wir sie bei der Badenova, dass wir das Ganze einmal umstellen können. Das ist ein bisschen zu schnell. Ich habe nur das Hälfte verstanden. Können Sie bitte nochmal sagen? Ich brauche einmal bitte, um Ihnen die Vertragsunterlagen zuzuschicken. Es ist kein Angebot, es ist ein Vertrag. Oh Gott. Damit haben Sie eine Preisgarantie von 24 Monaten, zwei Jahre weniger. Also zwei Jahre haben Sie guten Tarif mit Preisgarantie, kriegen Neukundenbonus von 50 € dazu. Ja, sind es dann zwei Geschäftsjahre oder zwei richtige Jahre?
2 Jahre Preisgarantie, also 24 Monate Preisgarantie. Also Kalendermonat oder Geschäftsmonat? Kalendermonat. Weil man muss ja das Sekunde muss man ja mit Berechnung machen. Nee, Sie kriegen 24 Monate eine Preisgarantie. Und ich brauche einmal die Vertragskontonummer von der Bahn Nova und die Zählernummer. Also IBAN? Damit das Gas... Wie bitte? IBAN-Nummer? Da kommen wir später zu. Ja, die brauche ich auch später. Und, damit wir auch bei Ihnen abbuchen können. Herr Galler Donat, können Sie mir das schon mal bei E-Mail schicken? Das kann ich das angucken. Lassen Sie mich bitte einmal ausreden. Ich brauche Ihre Vertragskontonummer von der Baden Nova. Ja. Geben Sie mir die bitte einmal an, weil die muss ich in die Vertragsunterlagen eingeben. Ja, aber kann man... Steht auf der ersten Seite Ihrer Abrechnung. Ja, das habe ich ja verstanden. Wir haben... Nur ist das Fragen, können Sie mir das mal bei E-Mail schicken, weil ich will Lucky machen. Nein, dann ist das ein Angebot, das darf ich nicht rausschicken. Es sind gültige Vertragsunterlagen, wo das alles vorgedruckt ist. Und wir kaufen doch nicht die Katze in den Ziegenhaaren. Nein, Sie tun nicht die Katze im Sack kaufen, mit anderen Worten, so wie Sie es ausdrücken wollten. Es ist so, was Sie haben möchten, ist ein Angebot. Sie bekommen in 10 bis 14 Tagen schriftliche Vertragsunterlagen von Goldgas. Goldgas. Da steht alles nochmal drin. Hat das alles seine Richtigkeit? Kümmern wir uns um den Wechsel. Sollten Sie irgendwelche Fehler entdecken, weil Sie sind ja Mathematiker, dann machen Sie, dann können Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Das ist gesetzlich so geregelt. Und das kann man nicht per E-Mail schicken, nur vorlesen? Das kann man nicht per E-Mail schicken, weil das ist ein sogenanntes Angebot, was Sie haben möchten. Ja. Das wird nicht mehr rausgeschickt seit circa 5 Jahren. Da hat die Verbraucherschutzzentrale einen Riegel vorgeschoben, weil die Angebote sind in der Schublade gelandet und wurden zu spät rausgenommen. Dann haben die Leute sich beschwert, die haben ein Angebot gekriegt mit einem Arbeitspreis, der dann nicht mehr gültig war, weil sie zu spät auf dieses Angebot reagiert haben. Ja, aber wir können es darf ein unabhängiges Gasunternehmen nur nach Vertragsunterlagen rausschicken. Oh. Und es sind gültige Vertragsunterlagen. Mit diesen Unterlagen habe ich mich als Unternehmen an diesen Preis zu halten. Ja. Ja, da gibt's auch, da kann ich als Unternehmen auch nicht mehr sagen, wir haben was ganz anderes ausgemacht, weil es findet eine Tonbandaufnahme statt, die gesetzlich gefordert wird. Ja. Und da wird alles nochmal festgehalten, was Sie an Kilowattstunden haben, was Sie zahlen, was Sie monatlich zahlen, wie hoch der Arbeitspreis ist, wie hoch der Grundpreis ist und dass Sie eine Preisgarantie haben, Widerrufsrecht und halt alles Rechtliche. Ja, wo wir jetzt... Da wird das halt nochmal festgehalten. Deswegen brauche ich bitte einmal die Vertragskontonummer. Sie haben gerade gesagt, wegen des Kilowattberechnung. Ich habe jetzt ja, wir haben 8.600 haben wir, ne? Bei Jahr? 8.416. 8.416. Und jetzt habe ich die 600 Euro, die Sie zahlen, auf ein Jahr. Ja. Minus die 192 genommen. Sehr gut. Aber das ist ja, ich wollte ja fragen, wie sich das, wie man das verbraucht, wie und dann habe ich den Arbeitspreis von 5,93 Cent dividiert. Und ich wollte ja nur wissen, wie kann ich jetzt, weil manchmal, dass wir haben 6 Heizungen, muss ich das 8.416 dann durch 6 teilen und dann weiß ich, was braucht eine Heizung? Nein, das können Sie so pauschal nicht nehmen. Können Sie so pauschal gar nicht sagen. Wie muss ich das dann machen? Gar nicht, das können Sie, ich meine, in dem einen Zimmer heizen Sie mehr, in dem anderen Zimmer heizen Sie weniger. Ja, aber ich muss ja Kontrolle machen. Ich habe Kontrollzwang, ich muss das ja haben. Aber Sie haben, ich meine, das können Sie ja dann kontrollieren, weil Sie ja so eine Messgeräte an der Heizung haben. Ja, das ist ja kaputt gegangen. Wie die berechnet werden, kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich habe da mit Hammer drauf geschlagen, weil das auch nicht richtig funktionieren. Das ist auch nicht Funktionalität. Damit habe ich nichts zu tun. Da müssen Sie mit dem Nein, natürlich habe ich damit nichts zu tun. Ich rufe von Goldgas an, nicht von Ihrem Netzbetreiber. Ja, aber ich dachte, Sie können Sie mir sagen, wie kann ich das Berechnung machen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Habe ich doch gerade gesagt. Ich kann Ihnen nur sagen, was Sie da jetzt... Ja, aber kann man dann in Umkehrschluss, weil das gibt ja immer ein Auflösung. Nein, kann man nicht. Ja, warte doch mal. Man kann diesen Umkehrschluss nicht haben. Aber kann man nicht berechnen, wie viel 1 Kilowattstunde, wie viel Kubikzentimeter warme Luft kann das erzeugen? Das ist den Fragen. Da müssen Sie Ihrem Netzbetreiber fragen.
Ja, aber Sie wollen mir das Gas doch verkaufen. Der weiß ja nicht, was die mir für Gas geben. Ich gebe Ihnen genau dasselbe Gas, wie Sie von den Netzbetreibern bekommen. Sie bekommen von den Netzbetreibern weiterhin das Gas. Also müsste es bei den Nova fragen. Der ist weiterhin dafür zuständig. Den Netzbetreiber gehören die Leitung. Ja, und dann muss ich das bei Baden Nova fragen? Ja. Ja, können Sie dann nachher nochmal anrufen? Dann werde ich da Kontrollen machen. Was wollen Sie für eine Kontrolle machen? Ich verstehe Sie gerade nicht. Ja, ich muss das Baden Nova. Oh mein Gott. Hier geht es einfach um einen neuen Gastarif, um einen neuen Gasvertrag von Goldgas. Ja, aber ich muss mit doch Ihrer wissen. Heizung, was damit ist, habe ich nichts zu tun. Ja, Sie haben doch gesagt, ich muss Baden Nova fragen. Und jetzt möchte ich da anrufen und dass die mir das sagen. Die können Ihnen das auch nicht sagen, weil Sie... Das eine Zimmer hat bestimmt eine andere Größe wie das andere. Ja, das ist, also vielleicht möchten Sie das aufschreiben. Und Sie das können ist bei Schlafzimmer. Nein, nein. Moment. Das kann ich noch nicht hier, ich meine ganz ehrlich. Ich habe das ich habe Infrarotmessungen machen. Das ist 23,47 Quadratmeter. Aber ich habe das sogar, das war sehr aufwendig, ich habe das Dachschrägung. Da habe ich mir Rausrechnung machen, also das effektive Wohnraum ist 19,43. Wie viel Quadratmeter haben Sie in dem Einzimmer? 19,43, das ist bei Schlafzimmer, das ist effektive Wohnraum, wenn wir das Dachschrägen-Rausrechnung machen. Ich kann Ihnen das nicht sagen, das hat damit nichts zu tun, das hat was damit zu tun. Man rechnet Ihren Abschlag durch minus den Grundpreis durch den Arbeitspreis. Damit bekommt man den Verbrauch. Und dann so, da habe ich errechnet 8.416 Kilowattstunden. So, und hier geht es nicht darum, wie viel verbraucht diese Heizung, wie viel verbraucht diese Heizung. Hier geht es darum, dass ich einen neuen Vertrag fertig mache für Goldgas, damit Sie weniger für Gas zahlen. Ja, aber kann man dann von Sie so Gasuhr bekommen? Was kann man da dran bauen? Nochmal. So Gasuhr, Zählung. Kann man das kriegen, weil das ist ja einmal unten... Sie haben doch Gas, Sie haben doch eine Gaszähleruhr im Haus. Ja, ja, aber ich möchte das dann, weil ich will das ja... Ich muss ja Kontrolle machen, ich muss das haben. Da kann ich das bei jeder Heizung dran machen, so ein Gerät dann. Sie können doch die Kontrolle können Sie machen, indem Sie den Zählerstand aufschreiben, ja, aber, den alten und den neuen, wenn Sie wieder ablesen. Und dann haben Sie Ihre Kontrolle, was Sie verbraucht haben. Ja, aber dann weiß ich ja nicht, was das Heizungen brauchen. Ich muss das wissen. Das ist doch das Gas zum Heizen. Oh mein Gott. Ja, aber ich weiß nicht... Wofür brauchen Sie denn Gas? Ich muss Statistik machen. Wie viel jede Zimmer? Das weiß ich, wo kann ich mich am besten aufhalten zur Energiesparung von Preisen? Wenn Sie im Schlafzimmer die Heizung auf 5 haben, dann verbraucht das Schlafzimmer mehr. Wenn Sie die Heizung im Schlafzimmer auf 1 haben, verbraucht die Heizung im Schlafzimmer weniger. Das ist je nachdem, wie Ihr Heizverhalten ist. Das ist ja schrecklich, aber ich muss das machen, sonst kann ich nicht schlafen. Das ist Psychotik. Ich muss den Kontrollzwang machen. Ja, dann müssen Sie einfach gucken, dass Sie die Heizung nicht anmachen. Und dann zahlen Sie für die Heizung im Schlafzimmer gar nichts. Ja, dann werde ich mir so einen Heizlüfter. Da werde ich so Heizlüfter kaufen, aber dann kann ich Ihre Gase ja auch nicht brauchen. Sie wollen mich gerade verarschen, oder? Nein. Es ist so. Haben Sie mich gerade auslachen? Nein, ich verstehe einfach nur nicht. Ich bin gerade total verzweifelt, weil Sie mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß doch nicht, wie Ihr Heizverhalten ist. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, für 50 Euro im Monat kriegen Sie 8.416 Kilowattstunden. Ja, aber das mit den Verhalten... Ob das wirklich so stimmt, das kann ich nicht. Ob Sie das wirklich verbrauchen, das steht auf einem anderen Papier. Ja. Es ist aber so, Sie bekommen für die 50 Euro, die Sie im Monat zahlen für Gas, im Jahr 8.416 Kilowattstunden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen gehen zu Aral? Tanken, ja. Gehen zur Tankstelle. Tanken wir 50 Euro, haben 70 Liter getankt, zum Beispiel. Ja, soll ich jetzt Autogas nehmen? Benzin. Aber Sie wollen doch Gas verkaufen. Es ist ein Beispiel. Achso, Example. Okay, very good. Ja. Denn dann heißt es, Sie kriegen für 50 Euro 70 Liter Benzin. 70 Liter, ja. Das ist zum aber Beispiel. Viel teuer. So. Und hier kriegen Sie für 50 Euro im Monat 8.416 Kilowattstunden. Und wie ist das Umrechnung von Benzin auf Kilowattstunden? Benzin sind Liter. Ja, und wie muss man das Umrechnung machen? Es war doch ein Beispiel. Oh mein Gott.
Das, Sie können, bitte, wenn Sie mir eine Zahl sagen, das ist mein Kopf, das kann nicht aufhören mit Arbeiten. Sie zahlen im Monat 50 Euro für Gas an, Ihr, an die Badenova, richtig? Ja. Die rechnen Sie mal 12. Das, ich habe das Rechnung schon 30 Mal bei Kopf machen, aber ich muss das Umrechnungsfaktor wissen. Welchen Umrechnungsfaktor? Von was? Von des Liter auf Kilowattstunde. Wir reden hier von Gas. Ich meine, Herr Bangadi, wenn Sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, dann sagen Sie das. Oder wenn Sie ihn, wenn Ihnen das nicht interessiert, dann muss ich nicht weiter mit Ihnen diskutieren. Hallo, dann rufe ich den nächsten Kunden an. Wie reden Sie mit mir? Hallo? Ja. Ist das keine Kundenservice, was Sie mit mir machen? Ja, aber ich habe Ihnen gerade erklärt, Sie zahlen 600 Euro im Jahr. Benzin ist Liter und Gas ist Kilowattstunden. Ja, und wie muss ich das umrechnen von des Liter? Da gibt es keinen Umrechnungsfaktor, weil Liter und Benzin, Kilowattstunden was komplett anderes können ist. Sie Liter ist eine Einheit und Kilowattstunden ist Elektrizität. Junge Frau, Sie mich nur noch anschreien. Ich möchte das nicht haben. Ich werde selber bei Tankstelle fahren. Oh mein Gott, sie hat aufgelegt. Motherklacker.